ein Club in Berlin kurz vor Mitternacht. Sie kommen aus allen Kontinenten. Junge Gewerkschaftler, die sich hier vernetzen wollen. Die philippinische Aktivistin Bernice Coronacion ist zum ersten Mal in der deutschen Hauptstadt. Am Fernsehturm kann sie nur vorbeigehen. Für Sightseeing bleibt keine Zeit. Sie will politisch etwas erreichen für die Arbeiter in ihrer Heimat. Ich möchte zeigen, wie wichtig es ist, dass sich junge Leute zusammenschließen, sich organisieren und Teil der Arbeiterbewegung werden. Früher jobbte sie neben dem Studium bei McDonald's. Heute würde sie dort nicht mal mehr essen. Stattdessen kämpft sie für mehr Lohn für Fastfood-Angestellte. Germany. Thank you. Bernice ist eine von 1500 Teilnehmern auf dem Weltkongress der Gewerkschaften, der alle 4 Jahre stattfindet. Die meisten hier sind doppelt so alt wie sie. Bernice wird heute ihre Kampagne präsentieren. Macht sie das nervös? Ein bisschen. Ich muss das hier gut hinkriegen. Wer hier hat schon ein Jugendkomitee? Wir müssen noch viel tun für die Jugendlichen. Stimmt's? Das Durchschnittsalter auf den Philippinen liegt bei 23 Jahren. Bei den jungen Arbeitern kommt der Aufschwung im Land aber kaum an. Der Stundenlohn bei McDonald's entspricht gerade mal dem Kaufpreis eines Burgers. Bernice Protestmittel: Tanzflashmobs. Stephanie aus Deutschland, Freda aus Ghana und Bernice aus den Philippinen. Sie beratschlagen, wie junge Leute motiviert werden können, einer Gewerkschaft beizutreten. Die Leute wissen nicht wirklich, was die Gewerkschaften alles leisten und dass sie einen beschützen können. Und was sie dafür geopfert haben. Oder was sie schon alles erreicht haben. Gehalt, Urlaub, Sicherheitsstandards für Arbeiter. Die Liste der Themen, die Gewerkschaftler weltweit bearbeiten, ist lang. Ich glaube, wir kommen mit ganz unterschiedlichen Problemen hier auf diese Konferenz, also aus den unterschiedlichen Ländern, die natürlich andere Hintergründe haben. Aber was wir auf jeden Fall vergleichen können, ist die Organisierungsarbeit. Das heißt, wie kriegen wir auch gerade junge Leute dazu begeistert, wieder den Gewerkschaften beizutreten, weil es schon seit längerem ein Problem ist, auch global. Je mehr Leute sich vernetzen, desto eher haben sie Erfolg. Internationale Solidarität mit Arbeitern in Katar. Die jungen Gewerkschaftler machen eine Protestaktion. Hunderte Arbeiter sind in den vergangenen Monaten ums Leben gekommen beim Bau der Infrastruktur für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Als Arbeiter dieser Welt wollen wir die Leute in Katar unterstützen. Denn die Verletzung der Arbeiterrechte dort muss aufhören. Gewerkschaftsrechte sind auch Menschenrechte. Mitglied in der Gewerkschaft zu sein, für Bernice Coronacion hat es nicht nur das Berufs-, sondern auch das Privatleben auf den Kopf gestellt. It is really life-changing. Es hat mein Leben wirklich verändert. Früher war ich ein einfaches Mädchen, habe studiert, bin nach Hause und habe dann den Abwasch gemacht. Heute mache ich immer noch den Abwasch, aber der Unterschied ist, dass ich rausgehe, viele Leute treffe und darüber rede, wie wir die Gesellschaft verändern können. Den Kontakt zu den anderen will sie halten. Sie hofft auf noch mehr gemeinsame internationale Kampagnen in der Zukunft.